Ja, ich bin Toni Pohl, ich bin von der Linken und kämpfe hier gegen steigende Mieten. Ja, wir sind hier in Gropiusstadt in einer ehemaligen Sozialbausiedlung im Süden von Neukölln. Wir haben nach den letzten Wahlen 2016 gemerkt, dass hier in Gropiusstadt die Mieten krass ansteigen, obwohl es ja so eine krasse urbane Randlage ist. Und das haben wir gesagt, das geht nicht, weil hier die Menschen leben, die eigentlich wirklich nicht viel Geld für Miete haben, und haben gesagt, wir müssen hier was tun und haben uns mit Mieterinnen zusammengeschlossen und eine Mieterinitiative gegründet. Die Gropiusstadt ist ja eigentlich eine Sozialbausiedlung in den 60er, 70er Jahren errichtet. Aber sozialer Wohnungsbau heißt meistens einfach nur Kapitalverwertung mit sozialer Zwischennutzung. Nach 30 Jahren verlieren die Wohnungen ihre Bindung und landen auf den freien Wohnungsmarkt und die Mieten schießen in die Höhe. Und das kann nicht sein. Ja, wir brauchen einen radikalen Mietenstopp und eine Festlegung von Höchstmieten. Keine Miete darf über diesen Höchstmieten liegen und muss abgesenkt werden. Genau das hat der Mietendeckel vorgesehen. Und wir brauchen jetzt einen Mietendeckel auf Bundesebene oder eine Öffnungsklausel für die Länder. Leider hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass das Land Berlin nicht die Kompetenz für den Mietendeckel hat. Für mich ist das ein skandalöses Urteil. Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass die Mietpreisbremse das Wohnungswesen umfassend regelt. Aber das Ding ist doch, es ist überhaupt nichts geregelt. Das sieht man hier in Berlin und in anderen Großstädten, wo die Mieten durch die Decke schießen. Das ist doch das Problem und das muss gelöst werden. Wohnen ist ein Menschenrecht. Profite machen ist es nicht. Deswegen müssen wir den Mietenwahnsinn stoppen und die Wohnungen zurück in die öffentliche Hand holen. Wohnen ist keine Ware, keine Rendite mit der Miete.